Yo Leute, Dero ist am Start, weiter geht es hier beim MotoGP 14, wir sind wieder im Webseinen Magazin hier, aber ja, wie immer, statische Texte, nichts Interessantes und ja, wir fliegen mal rüber, es geht nach Mugello, nach Italien, die Traditionsstrecke, also die Europa-Tour geht weiter, wir gehen in unsere nächste Runde hier in Europa und ja, ich gehe direkt mal auf einige Kommentare ein oder auf einen Kommentar. Da wurde eine Frage gestellt, auf welcher Schwierigkeit ich spiele. Das können wir nämlich jetzt sofort mal zeigen. Wenn ich jetzt hier Rennoptionen, so, hier seht ihr das. Also, ich wurde gefragt, nämlich, ob ich auf realistisch oder auf schwer spiele. Und ich spiele auf realistisch. Damit haben wir die Frage dann sofort mal abgearbeitet, würde ich mal sagen, ne? So. Dann hat mich Demenzin noch darauf aufmerksam gemacht beim Rewind. Im Quali gibt es hin und wieder mal einen Bug. Den hatte ich jetzt zum ersten Mal. Deswegen hatte ich da auch die langsamste Zeit. Wo ich mich ja noch beim gestern gewundert hatte, dass ich in der Quali 34. bin nach der ersten Runde. Da habe ich mich wirklich sehr drüber gewundert, aber jetzt wissen wir ja, warum das so ist, denn es ist wohl ein Bug im Spiel. Da wurde ich jetzt netterweise darauf aufmerksam gemacht und ich meine, diesen Bug gab es bei MotoGP 13 immer. Ja, den hatte ich da immer, hier hatte ich den jetzt zum ersten Mal und ja, so kann es dann gehen. So, und Frage wurde auch gestellt, ob ich mal ein neues Intro machen werde oder mir zulege, sagen wir es so, ob man sich das zulegt, selber machen, wie auch immer. Ja, weiß ich noch nicht. Mal schauen, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Das muss ich mir nochmal überlegen, aber ich denke, irgendwann ist es natürlich auch Zeit dafür. Man muss sich ja irgendwann mal neu erfinden oder beziehungsweise mal was ändern oder so. Ne? Irgendwie muss man ja mal machen. So, jetzt schauen wir erstmal, wie unser Motorrad so bestückt ist. Momentan, wir haben den Chassis auf Stufe 2, also Aufhängungssachen und so weiter auf Stufe 2. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt bei den Bremsen weiter, dann haben wir die demnächst auch auf Stufe 2. Und dann kommt ja noch der Testtag in Mugello, da müssen wir auch nochmal schauen, was wir da ganz genau machen werden bei dem Testtag in Mugello. So, jetzt machen wir erstmal hier das Übersteuern raus. Beim Rausbeschleunigen hat man nämlich schon gerne mal ein Übersteuern. Das nehmen wir erstmal raus. Jetzt würde ich sagen, gehen wir auf die Strecke. Schauen wir erstmal aber noch, ob schon jemand eine Zeit hingelegt hat. Ja, Rabat, eine 1,53,2. Die wird, denke ich mal, noch deutlich niedriger ausfallen im Laufe der Zeit. Aber ja, wir müssen uns auf unsere Zeiten konzentrieren. Und schauen dann mal, was wir Schönes rausholen können. Erstmal gehen wir jetzt hier raus auf die Strecke. Raus hier in Mugello, die Traditionsstrecke. Hier waren wir ja schon ein paar Mal unterwegs. Und ja, das erste Mal jetzt mit einem Moto2-Bike. Das steht definitiv fest. Hinter mir ist auch noch einer unterwegs. Weiß ich gar nicht, wer das ist. Da kommt noch einer raus aus der Box. Also, die Strecke wird gut besucht sein jetzt zu diesem Zeitpunkt in der Quali. Ihr seht das auch rechts auf der Streckenkarte. Also, da müssen wir mal schauen, ob wir da jetzt eine freie Runde kriegen. Das sieht aber ganz gut aus. Da vorne ist noch einer. Zur Not können wir ja wieder das Tempo ein bisschen rausnehmen. Die Leute durchlassen, die ja, mir vielleicht im Weg sein könnten. Das ist immer so eine Sache, im Qualifying eine freie Runde zu erwischen. Da muss man entweder Glück haben oder man wartet halt, dass man die anderen durchlässt. Dann darf man nur nicht so schnell fahren, dass man die wieder einholt, denn dann hat das Ganze keinen Sinn. Weil sobald man einen vor sich hat, verliert man ohne Ende Zeit. Das glaubt man manchmal gar nicht, aber es ist so. Deswegen kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr mal in Quali unterwegs seid und ihr ja, habt Stau vor euch, sag ich mal, oder ihr fahrt auf jemanden auf, dann brecht die Runde lieber ab, lasst den ruhig weit, weit wegfahren oder lasst die dann noch von hinten kommen, auch noch durch. Lasst die dann auch noch weit weg vorne fahren und dann konzentriert ihr euch auf eure schnelle Runde. Denn es bringt wirklich nichts, hinterher zu fahren. Ich muss jetzt gleich auch Lücke lassen, weil ich sehe schon, dass ich jetzt schon in meiner Outlap schon aufhole. Und das, ja, das bringt mir dann einfach gleich im Quali jetzt nichts, wenn ich den Kollegen vor mir weiter herjage und aufschließe. Wer auch immer das ist, wenn es jetzt einer der Polesetter wäre, wäre das sicher nicht so ein Problem, weil der würde mir auf jeden Fall davonfahren. Aber der Kollege, bin ich mir sicher, den würde ich einholen. So, und so langsam können wir uns jetzt fertig machen für die schnelle Runde. Der ist jetzt nämlich schon relativ weit weg und von hinten kommen die Nächsten. Das bringt ja dann nichts, wenn die Nächsten dann aufholen. Deswegen hängen wir uns dann jetzt mal rein. Und ich würde sagen, wir starten unsere Qualifikation jetzt richtig durch. Wenn ihr noch irgendwie Fragen zur MotoGP habt, zum Projekt MotoGP 14 oder anderen Sachen, dann dürft ihr mir die natürlich gerne stellen, allgemeine Fragen. Klar, ausnahmsweise könnt ihr die auch unter dieses Video packen, wenn die wirklich allgemein sind und in kein Thema passen.
zu meinen aktuellen Projekten könnt ihr die natürlich unter jedes x-beliebige Video packen. Ansonsten jeweils bitte, wenn es jetzt um Grid Autosport geht, zum Beispiel um die aktuellste, unter die aktuellste Grid Autosport Folge packen. Oder wenn es um NASCAR geht, dann in die NASCAR Videos packen. Denn so läuft das hier. Wir laufen ja stramm auf die 600 zu. Und das freut mich natürlich ungemein. Erstmal freue ich mich jetzt, dass wir hier das Qualifying fahren. Und ich würde mich noch mehr freuen, wenn wir hier eine schöne Zeit hinlegen. 0,3 Sekunden Rückstand im ersten Sektor. Das könnte im Mugello wirklich richtig viel noch werden. Weil wir haben hier eine Strecke, die ist, ja, eine, im Grunde eine sehr, sehr schnelle Strecke. Die ist sehr schön zu fahren. Ich mag die Strecke wirklich sehr. Mit den MotoGP-Bikes, mit den Autos oder wo ich damals die DTM da gefahren ist, war das jetzt nicht so meine Favoritenstrecke, aber für die MotoGP finde ich die Strecke wirklich sehr passend. Und wir haben nur einen minimalen Rückstand gerade auf die beste Sektorzeit in Sektor 2. Die Kurve habe ich jetzt ein bisschen verpennt, das dürfte wieder Zeit gekostet haben, aber wir schauen einfach mal gleich, was auf der Zeitentabelle dann Schönes steht bei uns für eine Zeit. Wie viel Rückstand wir haben. Es kommt gleich auch noch ein Sektor, noch eine Zwischenzeit nach dieser Rechtskurve hier. Und dann gucken wir einfach mal, wie viel Rückstand wir haben. Ich denke, das wird noch ein bisschen mehr Rückstand werden. Das war jetzt, glaube ich, gerade nur ein Glücksgriff in dem Sektor, dass ich da so ganz, ganz knapp dahinter war. Und jetzt schauen wir mal. Ja, 1,2 Sekunden einfach mal eben so verloren. Das ist schon heftig. Und das muss man sich mal überlegen. Ich habe 1,2 Sekunden genau verloren. Das ist brutal, aber da sieht man gleich mal den Mega-Unterschied zwischen den Teams und den Fahrern. Und jetzt die Kurve habe ich total verpasst, da gehe ich mit viel zu enger Linie rein in die Kurve. Da muss man von viel weiter außen reinfahren. So, und jetzt habe ich mich auch noch verbremst, dann kann ich gleich nochmal zurückspulen. Das mache ich nämlich nur, da hat auch einer letztens geschrieben, wenn du stürzt, dann benutze doch die Rückblende. Nee, die Rückblende, die benutze ich wirklich nur... Oh, nee, die Kurve bekomme ich gar nicht mehr. Die Rückblende benutze ich wirklich nur in der Qualifikation. Aber im Rennen werde ich keine Rückblende ziehen, wenn ich gestürzt bin oder so. Das mache ich nicht. Das passiert nirgendwo. Auch in der NASCAR mache ich das nicht mehr. Das einzige Spiel oder in dem einzigen Projekt, wo ich das mache, das ist bei Grid Autosport. So, und somit sind wir jetzt momentan auf der 14. Ich lege nochmal eine Runde nach und ich bin gerade am Überlegen, ob wir vielleicht die Übersetzung ein bisschen länger machen. Weil wenn ich mal schaue, auf der langen Geraden, da sind wir bis in den Begrenzer rein. Und wenn ich mir gleich mal überlege, dass wir mit Windschattenfahren unterwegs sind, diese lange gerade runter, dann ist es doch, glaube ich, sinnvoll, wenn wir da noch die Übersetzung verlängern. 0,4 Sekunden Rückstand. Also jetzt bin ich auch sogar langsamer als meine eigene Zeit. Schauen wir mal. Vielleicht können wir in der einen oder anderen Ecke ja noch was rausholen. Das wäre natürlich super. Aber das ist immer so eine Sache. Weil, ja, man muss schon wirklich sehr, sehr hart unterwegs sein. Oder halt mit einem guten Team, dann hat man es deutlich einfacher, als wenn man jetzt hier mit so einem Team unterwegs ist wie ich. Aber wir sind ja noch in den Anfangsschuhen. So, im zweiten Sektor haben wir uns jetzt schon mal verbessert. Also unsere eigene Zeit haben wir verbessert. Schauen wir mal, ob wir das noch über die Linie bringen können. Das wäre natürlich super ideal. Das wäre sehr schön, wenn wir uns da nochmal verbessern könnten. Wir sind jetzt nämlich auf die 15 zurückgefallen. Die Kurve habe ich jetzt ein bisschen verkackt und vor mir fährt Krummenacher. Der ist natürlich auch auf Zeitenjagd und versucht natürlich alles zu geben, aber ich hoffe, dass er mich jetzt nicht großartig blockiert hier. Das wäre natürlich sehr scheiße. Wir schauen jetzt erstmal auf die nächste Sektorzeit. Da bin ich auch schneller als meine eigene letzte Runde. Jetzt gehen wir hier erstmal vorbei. Kurve nicht ideal erwischt, aber darauf kommt es mir gerade nicht an. Es ist auch wirklich heute sehr, sehr warm. Ich rutsche so ein bisschen mit meinem Daumen vom Controller. Also hier von dem Joystick, nee, von dem linken Stick, genau. Weil man halt nicht ganz trocken bleibt. Das ist nun mal heute so. Und jetzt schauen wir mal, was für eine Zeit wir hinlegen, ob wir uns nochmal verbessern können. Nein, es sieht nicht so aus. Plus 1,7 Sekunden. Und ich glaube, wir müssen die Verlängerung, die Übersetzung auf jeden Fall mal ein Stück länger machen. Wir gehen mal zu unserem Techniker auf der Geraden. Dann schauen wir mal. Ich habe ein Problem mit dem Tempo. Als ob ich im Bus fahren würde. Höhere Gangübersetzung. So, und jetzt spulen wir mal die Zeit ein bisschen vor, beziehungsweise wir schauen erstmal auf die Tabelle hier, auf die Zeitentabelle, auf die Zwischenstände. Rabat ist momentan mit der schnellsten Zeit unterwegs.
eine 1:53.0. Also ich sag ja, er hat sich nochmal verbessert. Zwar nicht viel, aber immerhin etwas. Vinales 0,2 Sekunden dahinter und Thomas Lüthi 0,3, der Schweizer momentan auch recht gut unterwegs. Dominik Eggerter, der beim letzten Rennen auf dem Podium stand, momentan 0,6 Sekunden langsamer. Aber das ist nichts, das kann man alles noch aufholen. Wir sind direkt hinter Jonas Folger momentan. Der ist auf der 14, der hat uns nämlich, glaube ich, auch überholt. Aber das macht ja nichts. Somit sind wir zweitbester Deutscher. Sandro Cortese, der ist wieder auf der 5, 0,6 Sekunden. Also der schafft es immer wieder irgendwie, da vorne auf die fünfte Position zu kommen. Wie auch immer er das macht, aber er macht es auf jeden Fall. Und wie er es macht, ist egal, denn er macht es richtig. Auf der 19 ist Marcel Schrötter, den haben wir wirklich gut unter Kontrolle momentan. Vor allem, weil wir ja auch unser Bike gut entwickelt haben. Deswegen denke ich mal, haben wir da schon einen guten Fortschritt gemacht. Denn wenn ich mir mal überlege, wie wir angefangen haben, da haben wir ja wirklich nur hinter ihm gestanden in der Qualifikation und im Rennen haben wir es ihm dann gegeben. Jetzt geben wir es ihm schon in der Qualifikation. Das ist, denke ich mal, ganz gut. So, wer bildet denn hier das Schlusslicht? Der Schweizer Robin, ich denke mal, er heißt Mühlhauser oder Mühlhäuser, kann ja auch sein. Aber Umlaute A, also Ä, Ö, Ü werden hier leider nicht angezeigt in dem Spiel. Warum auch immer. So, dann gehen wir jetzt in der Zeit ein bisschen nach vorne. Beziehungsweise, ich glaube, wir können unsere Zeit eh nicht mehr großartig verbessern. Wir spulen einfach mal vor, wir schauen, wo wir stehen. Momentan stehen wir immer noch hinter Jonas Folger und das sieht ganz gut aus eigentlich. Ich glaube, da kann uns keiner mehr packen. Nein, Torres hat es auch nicht geschafft. Pasini hat es nicht geschafft. Und, ach ja, einer hat noch in die Kommentare geschrieben, ich rede den Namen von Xavier oder Xavier, wie auch immer, ich denke mal eher Xavier, weil Belgien ist mehr so ein französisches Land. Simeon falsch aus. Dann würde ich mal gerne wissen, wie man es richtig ausspricht. Vielleicht ist das ja mehr so mit so einem französischen Touch, aber den habe ich leider nicht. Deswegen wird das schwer, aber ihr könnt es mir trotzdem gerne mal in die Kommentare schreiben, wie man den Namen richtig ausspricht. So, Rabat ist auf der 1. Vinales startet direkt dahinter, 0,196 Sekunden. Das ist wirklich nicht viel, aber er steht dahinter. Vinales hat das wirklich nicht einfach gegen Rabat. Der kämpft da wirklich jedes Rennen mit dem um den Sieg. Thomas Lüthi auf der 3, 0,27 Sekunden dahinter. Und Kallio, der Finne. Der einzige Finne, der hier momentan unterwegs ist, glaube ich. Außer in der Moto3, da haben wir noch einen Finn. Das ist nämlich der Ajo. Ja, der, ich glaube, Jonas Ajo. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Der Sohn vom Aki Ajo. Der ist nämlich selber in der Moto3 unterwegs. So, schauen wir jetzt mal weiter. Dominik Eggerter wird 7. Und Sandro Cortese schafft es wie auch immer jedes Mal, glaube ich, bisher auf die fünfte Position. Wir sind zweitbester Deutscher, direkt hinter Jonas Folger. Und das freut mich doch schon umso mehr, das ist sehr, sehr schön, dass wir dahinter sind. Und unser Teamkollege startet von der 20 und dann würde ich sagen, können wir auf in das Rennen gehen. Ich glaube, da hat keiner so wirklich was dagegen. Dann würde ich sagen, machen wir das auch mal. Wir gehen direkt weiter, wir schauen. Wir nehmen einige Erfahrungspunkte natürlich mit, aber die interessieren mich ja, wie ich schon immer sagte, nicht so wirklich sehr. Deswegen kann man die eigentlich links liegen lassen. Wir haben fast Stufe 30 erreicht. Ho hey, ho hey. Davon kriegen wir jetzt aber auch leider keine WM-Punkte geschenkt oder so. Deswegen, das ist halt typisch in Rennspielen mittlerweile, dass man da auch Level hat. Aber so wirklich sinnvoll finde ich die eigentlich nicht wirklich. Denn ich kenne kein Rennspiel, wo man seinen Charakter skillen kann, außer demnächst kommt ja The Crew, da soll das ja funktionieren, aber das ist ja noch weit hin. Von daher brauchen wir das Thema heute überhaupt noch nicht anzuschneiden. So, weiter geht es. Wir sind jetzt, wie gesagt, in Mugello. Ihr hört es, Edgar Mielke wieder hier mit dabei. Es wäre natürlich schön, wenn er ab und zu auch mal im Rennen was sagen würde, wenn sich das nicht dauernd wiederholen würde, wie zum Beispiel bei FIFA oder so. Aber das nette Feature haben wir leider nicht. Wir haben aber dafür 23 Grad, 48 Grad hat die Strecke und das ist schon eine ordentliche Temperatur. Ihr seht es, das ist mehr als doppelt so heiß, die Strecke. Aber das soll uns auch nicht stören. Wir gehen heute direkt mal rüber. Ja, was heißt, wir gehen heute direkt mal rüber ins Rennen. Wir gehen rüber ins Rennen. Wir ziehen noch hinten noch einen harten Reifen auf, denn das hat mir beim letzten Mal eigentlich ganz gut gefallen. So, hinten einen harten Reifen, dann sind wir zwar minimal langsamer, aber das soll uns nicht stören. So, dieser Menübug, der ist leider immer noch da. Es gab kein Patch. Anders bei NASCAR 14, da gibt es bisher jeden Tag einen Patch, wie auch, was auch immer die jeden Tag patchen, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. So, das ist jetzt hier die Aufstellung, Rabat vor Vinales und Lüthi in der ersten Reihe. Wir starten aus Reihe 5, direkt hinter unserem deutschen Kollegen mit der Nummer 94, Jonas Folger. Ja, das hätte ich mir jetzt gerne gewünscht. So, wenn so fast 600 Abonnenten da stehen. So,
Ja, wie gesagt, es geht auf ins Rennen. Ich bin gespannt, was das Rennen gibt. Ich freue mich schon wirklich aufs Rennen. Von mir aus kann es losgehen. Es ist leider ein bisschen bewölkt, aber trotzdem ist es warm. 23 Grad, das Rennen kann losgehen. Es wird deutlich heißer, das Rennen, als wie die Temperatur aufgeht. Die Fahrer sind unterwegs. Wir sind direkt hier hinter Jonas Folger. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier Schönes am Start mitnehmen können. Erstmal hängen wir uns jetzt hier rein in den Windschatten, gehen jetzt mal hier auf die innere Linie. Oh, sehr spät auf der Bremse, aber sehr, sehr stark. Da habe ich Ergatai erwischt, ist aber zum Glück nichts passiert. Und wir haben uns direkt mal auf die siebte Position vorgefahren. Wie kann das denn sein? Gibt's das denn? Das ist ja der Wahnsinn. Direkt hier hinter Salom und Sandro Cortese auf der 6. Also er momentan als bester Deutscher. Vielleicht schaffen wir es ja heute mal als bester Deutscher über die Linie. Wer weiß, wer weiß. Das werden wir sehen. Oh, und jetzt macht's... Oh, nein, das war scheiße. Ah, oh, das stürzt sich schon wieder. Komm, heute, okay, heute ziehe ich ausnahmsweise meine Rückblende, weil das Motorrad war übelst beschädigt. Ich ziehe meine Rückblende, wir machen es nochmal von hier. Ausnahme heute, Ausnahme. Also bitte nicht jetzt rummeckern in den Kommentaren. So, Salom und Cortese machen beide den Fahrfehler und jetzt hat es funktioniert. Mein Motorrad hatte auch, das habe ich sofort gesehen, einen üblen Schaden. Das war, oh, das war halb kaputt, jetzt bin ich über den Rasen gefahren. So, und jetzt versuchen wir erstmal hier an Cortese vorbeizugehen und das geht gut. Wir sind auf der 5 jetzt unterwegs und das sieht natürlich schon wunderbar aus in den Ergebnissen, wenn wir da als bester Deutscher und zusätzlich noch mit unserer besten Position überhaupt übers Ziel fahren würden. Das würde mich schon wirklich sehr freuen, aber da kommt Cortese, Sandro Cortese greift wieder an. Ich habe jetzt die innere Linie, aber dafür auch den engeren Weg und er hat den besseren Schwung. Ebenfalls Salom, der kommt da auch wieder durch. Also erstmal sind wir jetzt zurück auf der 7. Ergata, der ist noch hinter mir und das soll auch noch ein bisschen so bleiben. Also es wird ein hartes Duell hier gegen Cortese und Salom. Ich hoffe, dass ich die beiden nicht verliere, ich hoffe, dass ich dranbleiben kann. Aber das wird man sehen. Oh, da kommt Ergata, zieht er einfach mal in rein. Den habe ich überhaupt nicht kommen sehen und jetzt kommen wir hier mit einem schönen Überschuss raus und können Cortese jetzt hier in dieser letzten Kurve nochmal attackieren. Die müssen wir jetzt allerdings sehr eng nehmen. Er hat natürlich dann die bessere... oder die besseren Beschleunigungswerte am Ende der Kurve. Oh, und da kommen wir weit raus und Ergata ist vorbei an Salom und noch zusätzlich an mir. Jetzt müssen wir uns direkt mal in den Windschatten hängen, sonst sehe ich hier überhaupt keine Chance. Oh, da kommen wir gar nicht hinterher. Da kommen wir überhaupt nicht hinterher. Da hat Ergata und Cortese eine super Kurve erwischt im letzten Turn und eine super Linie vielmehr. Und jetzt versuchen wir natürlich sofort mal wieder reinzugehen und dran zu bleiben. Oh, da gibt es natürlich Berührungen hier und da. Wir sind natürlich hier nicht in der echten MotoGP. Hier ist es natürlich deutlich schwerer zu fighten und das ganze Motorrad zu kontrollieren. Ja, das ist natürlich immer eine ganz andere Sache. So, 6 Runden müssen wir hier durchhalten. Wir sind jetzt in Runde 2 und es ist schon, ja, ein sehr, sehr schönes Duell. Jetzt können wir hier wieder innen schön reinziehen bei Ergata. Das reicht aber noch nicht. Oh, wir sind aber schon daneben. Jetzt können wir hier den Angriff starten. Da macht er ein bisschen zu. Und Sandro Cortese haben wir fast auch noch überholt. Jetzt kann ich hier gleich innen reinziehen. Jawohl, aber das reicht nicht. Das reicht nicht. Sandro Cortese immer noch vor uns. Oh, Ergata, der zieht da einfach mal rein. So ein bisschen. Das gab eine Berührung, ist aber zum Glück nichts passiert. Schauen wir mal. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Der FPS-Einbruch kommt jetzt wieder. Zwischenzeitlich ist der immer mal da. Schade eigentlich. Ich hoffe, dass das wirklich nochmal behoben wird. Bisher gab es ja nur ein einziges Update für MotoGP 14 und das hat im Grunde nur den DLC beinhaltet. Und ich hoffe, dass Milestone da noch natürlich nacharbeitet. Ähnlich wie bei Nesca 14 dauert es wirklich sehr lange, bis da mal ein Update kommt. Und wenn dann eins kommt, dann kommen dann vielleicht gleich auch mehrere. Das weiß ich nicht. Ich habe zwar Kontakt aufgenommen zum Milestone Support, aber leider keine Antwort erhalten. So, jetzt gehe ich hier erstmal an Ergata und Cortese vorbei. Erwischt da super die Schikane. Also das war mehr als super. Das war richtig, richtig gut. Und jetzt müssen wir aufpassen hier. Kommen die gerne mal wieder ran. Und wir gehen schon in die Halbzeit gleich des Rennens. So, da kommt Sandro Cortese. Der kommt natürlich jetzt deutlich besser raus als wir. Und Dominik Ergata. Die versuchen es aber gar nicht vorbeizugehen, weil ich die so ein bisschen da blocke. Das ist natürlich eigentlich nicht so gut. Aber da kann ich nichts für. Das liegt wirklich an der Fahrlinie der KI und nicht an meiner Fahrweise, weil ich würde da niemals rumblocken. Das ist nicht so meine Art. So, und Sandro Cortese und Salom. Oh, wer schiebt mich denn da an? Ich glaube, das war Dominik Ergata. Damit habe ich wieder einige Positionen verloren. Und das ist natürlich nicht so super. Ergata dreht sich da auch nochmal um und schaut, wo ich bin. Jetzt bin ich aber hinter ihm. Sehr
weit sogar und der zieht da so ein bisschen davon. Das ist natürlich suboptimal, muss man dazu mal sagen. Jetzt können wir aber hier angreifen und gehen sogar noch vorbei. Was für ein Überholmanöver. Weiter geht's, da habe ich einen kurzen Cut gehabt, wegen meinem Aufnahmeprogramm, einen kleinen Fehler gehabt. Glück gehabt, dass ich es gemerkt habe, sonst wäre jetzt nur schwarzes Bild und ihr könntet gar nichts mehr sehen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter jetzt. Super Überholmanöver, auf jeden Fall gerade gegen Agatha gehabt. Schön, dass wir das noch drauf bekommen haben. Und Glück im Unglück, dass wir da nichts an Daten verloren haben oder an Videoausschnitten. So, jetzt sind wir erstmal an Cortese vorbei. Wir machen uns da natürlich jetzt ganz breit, aber da erwischt er jetzt diese Bergaufkurve noch ein Stücken oder noch einen Tacken besser als wir. Sticht da rein und geht dann auch vorbei ohne Probleme. 3 von 6 Runden. 6 Runden, wie gesagt, fahren wir hier. Agatha ist hinter mir. Salom und Cortese vor mir. Ich möchte natürlich jetzt versuchen, als bester Deutscher über die Linie zu gehen. Das wäre mir super nice. Das wäre mir, ja, was heißt, wäre mir super nice. Aber das wäre mir schon wirklich sehr, sehr viel wert. Und da würde ich mich, glaube ich, schon sehr drüber freuen, wenn wir dann mal wirklich als bester Deutscher über die Linie gehen. Oh, da habe ich jetzt aber abgekürzt. Das war nicht so super. Aber trotzdem gehen wir hier an Sandro Cortese vorbei. Ohne Probleme. Ist aber auch klar, wenn man dann da so eine schöne Abkürzung nimmt, dann sollte man auch beim Überholen keinerlei Probleme haben. So, Sandro Cortese. Und wer ist das? Agatha, genau. Agatha, die erwischen da die Kurve immer so gut und kommen da mit einem Affenzahn raus. Das ist Wahnsinn. Die schnellste Runde in der 1:54.493. Von niemand geringeren, ihr wisst schon, als Vinales. Und das ist schon eine Wahnsinnszeit. Da kommen wir bei weitem nicht dran. Ihr könnt ja mal oben rechts schauen, was für Rundenzeiten wir so hinlegen. Daran könnt ihr nämlich sehen, wie viel langsamer wir dann unterwegs sind. So, wir hängen uns rein. Salom, den werden wir aber, glaube ich, nur noch sehr, sehr schwer wieder einholen. Aber nichtsdestotrotz haben wir dann eine super 6. Position. Wir müssen uns zwar hier mit Händen und Füßen wirklich verteidigen momentan. Aber, ja, so kann es gehen. Ne, das ist halt so. Wir sind ja noch nicht bei unserem Top-Team, was wir wollen, angelangt. Sondern wir haben ja noch ein bisschen Weg und ein bisschen Karriere vor uns. Deswegen macht das hier überhaupt nichts. Aber hier sind wir jetzt gut rangekommen an Luis. Ich glaube, das ist Luis Salom. Ich bin mir jetzt gerade aber nicht sicher. Könnte sein. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß es nicht. So, wir hängen uns einfach mal rein. Ihr könnt ja mal sagen, ob das Luis Salom ist. Ich glaube, das habe ich schon mal gefragt. Aber da habe ich, glaube ich, keine eindeutige Antwort drauf bekommen. Deswegen frage ich jetzt nochmal, ist das Luis Salom? Ich meine, er hieß Luis Salom. Aus der Moto3 oder ist das ein anderer? Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Es wäre wirklich mal gut zu wissen, denn ja, das würde mich schon mal sehr interessieren, wer so meine Gegner da sind. Und die Aussprache halt von Simeon Xavier oder wie auch immer er ausgesprochen wird mit einem französischen Touch. Wie gesagt, denke ich mal, weil eben halt Belgien, da wird größtenteils oder im Grunde nur, glaube ich, Französisch gesprochen. So, und jetzt hängen wir uns rein. Letzte Kurve, die ist wirklich ganz, ganz wichtig für uns, weil wir hier halt große Probleme haben mit der Rausbeschleunigungsgeschichte. Aber jetzt haben wir die Kurve eigentlich relativ gut erwischt. Wir schauen mal, aber wir kommen da hinter den Beinen nicht hinterher. Andersrum, Agatha und Cortese haben so ein bisschen den Anschluss zu mir verloren. Und das ist natürlich umso besser. 0,6 Sekunden Rückstand auf Salom und 0,5 Sekunden Rückstand hat Agatha auf uns. Beziehungsweise wir haben Vorsprung 0,5 Sekunden auf Agatha. Und das ist schon mal sehr gut. Wir gehen in die vorletzte Runde des Rennens, meine Freunde. Es könnte wirklich jetzt mal was werden mit der 6. Position als bester Deutscher noch oben drauf. Hier in Mugello und in der nächsten Folge nehmen wir dann auch den Testtag mit. Ich freue mich schon auf das nächste Rennen. Und ja, es wird immer besser. Das Motorrad läuft wirklich sehr, sehr gut. Und das ist doch eine super, super Sache. So, wir sind hier bis jetzt sehr gut durchgekommen durch das Rennen. Außer als wir mal die Rückblende da gezogen haben. Aber das war wirklich eine Ausnahme. Das mache ich auch wirklich nicht mehr. Also das war wirklich das erste und das letzte Mal, dass ich das mache. Weil, wie gesagt, es wurde ja in die Kommentare geschrieben, es ist ein Let's Play und da passt das nicht so gut. Und genau aus diesem Grund werde ich das auch nicht mehr machen. Das habe ich jetzt wirklich lediglich aus dem Grund gemacht, weil mein Motorrad wirklich, ja, zur Hälfte, so wie ich gesehen habe, kaputt war. Und das macht dann nicht mehr so wirklich Spaß, weil man dann kaum noch eine Chance hat. Denn jeder Schaden macht das Motorrad langsamer. So, und komischerweise kommen wir gerade sehr, sehr gut ran hier an Luis Salom. Das wundert mich wirklich sehr, denn der ist uns gerade sowas von davon gefahren, aber wie wir jetzt sehen, sind wir sehr gut dabei,
den lieben Kollegen, ich weiß nicht, ob es Luis Salom ist, aber den lieben Kollegen Salom einzuholen. Und das wäre natürlich eine super Sache, wenn wir den da noch überholen könnten. Jetzt greifen wir erstmal an, schauen mal, aber hier in der letzten Kurve, da sehen wir eigentlich immer alt aus. Jetzt ist er noch neben mir und gleich kann er deutlich früher ans Gas gehen als wir. Ich kann hier nicht so schön rausbeschleunigen wie der Kollege, doch ich habe die Kurve eigentlich ganz gut erwischt, aber ich glaube, die Übersetzung, die passt nicht. Die haben zwar auch eine längere Übersetzung, aber, oder auch nicht, vielleicht haben sie die auch nicht gewechselt. Ich weiß es nicht, aber ohne eine längere Übersetzung hätte das nicht geklappt. So, letzte Runde, Runde 6 von 6 und wir sind auf der 6. Position, kämpfen hier noch um Platz 5. Das könnte sogar noch was werden, wenn wir uns jetzt reinhängen und wenn ich noch ein bisschen Gas gebe. Schauen wir mal. So, wir hängen uns jetzt hier rein. Sehr schön, Seite an Seite. Und jetzt kann ich hier vielleicht innen reinziehen. Nee, das reicht auch noch nicht. Meine Verfolger, die haben genug Lücke. 0,9 Sekunden Vorsprung habe ich da auf Agatha, Dominik Agatha, der im letzten Rennen auf dem Podest stand. So, und jetzt kann ich hier innen reinziehen. Schönes Überholmanöver gegen Luis Salom. Genau das gleiche habe ich schon bei Agatha gemacht. Da bin ich auch sehr schön vorbeigekommen. Genau mit dem Hinterrad an seinem Vorderrad rausgekommen. Und das hat genau gepasst. Oh, vorsichtig jetzt hier weit rausgekommen. Und jetzt muss ich Gas geben, wenn ich jetzt hier wirklich als Fünfter rauskommen möchte. Ins Ziel. Vielleicht noch vor Thomas Lüthi, das wäre natürlich schon was. Ich glaube, Thomas Lüthi heißt der, aber vor Lüthi, das wäre natürlich sehr, sehr schön, aber ich glaube, da ist die Lücke dann am Ende doch zu groß. Ich hänge mich rein, aber das wird nichts mehr. Hauptsache, ich mache noch eine Lücke Richtung Salom, denn die letzte Kurve, da könnte er mich wirklich nochmal packen, da könnte er es tatsächlich nochmal versuchen, einen Angriff zu starten, gerade beim Rausbeschleunigen. Ist das eine sehr, sehr gefährliche Angelegenheit, da bin ich wirklich am verwundbarsten. Jetzt schauen wir mal erstmal, dass wir hier nochmal schön durchkommen. Jawohl, und Salom abhängen. 0,2 Sekunden hatten wir im letzten Sektor. Das müsste sich jetzt auf jeden Fall schon mal vergrößert haben. Und ja, das sollte reichen. Das sollte reichen. Das sollte reichen. Wir schauen sofort nach hinten. Aber das dürfte die 5. Position sein. Und das ist die 5. Position hier in Mugello. Ein schönes Rennen. Auf dem 5. Platz abgeschlossen. Ich denke, das ist vollkommen in Ordnung. Ich denke, damit können wir alle leben. Und ich glaube, da können wir wirklich mit zufrieden sein dafür, dass wir nicht unbedingt die beste Startaufstellung hatten, sondern wieder im gesicherten Mittelfeld unterwegs waren. Als zweitbester Deutscher oder drittbester Deutscher vom Start weggegangen. Und dann aber als bester Deutscher aus dem Rennen gegangen. Und das ist natürlich super nice und sehr, sehr schön. Hier sehen wir nochmal schöne Bilder, da reflektiert es ein bisschen sehr krass bei den Felgen oder an den Felgen. Ja, gut. Aber die Engine an sich ist wirklich sehr, sehr schön und wirklich gelungen. Kann natürlich hier nach Luft nach oben ist immer, aber für so ein kleines Studio oder Entwicklerstudio ist das natürlich schon eine schöne Leistung. Wir hatten ein schönes Rennen, es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr fandet es auch so. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, schreibt mir was Nettes in die Kommentare, schaut auf Facebook vorbei, alle Social Media Links wie immer in der Videobeschreibung. So, jetzt wollte ich gar nicht auf Pause machen, sondern in die Gesamtwertung, wir schauen mal, da habt ihr es gehört, da war übelst lautes Motorrad, weil ich habe Fenster auf, weil geht nicht anders. Sonst haben wir hier, ich habe jetzt schon 27,1 Grad hier drin und das ist schon zu heftig, sonst wird das hier zum Volkssport, das kommentieren. So, ist Evra Bad. Kommt auf der Einzelziel mit 11 Minuten 33, sind wir unterwegs gewesen. Vinales 0,050 Sekunden dahinter. Kallio wird Dritter als bester Finn und einzigster Finn auch hier in der Moto3. Wir kommen auf der 5 ins Ziel als bester Deutscher. Sandro Cortese wird Achter als zweitbester Deutscher. Und Jonas Folger wird dann doch leider nur 15. Macht aber nichts. So, schauen wir mal. Mein Teamkollege wird 20. Ist auch nicht so wirklich das super Ergebnis. Aber immerhin ist er noch in den Top 20, ne? Das kann man ja so sagen. So, wir sind wieder einen Platz aufgestiegen von der 10 auf die 9 und es wird jetzt ganz, ganz schwer da vorne noch an Cortese, Corsi und Co. heranzukommen. Und ich glaube auch, das werden wir höchstwahrscheinlich nicht mehr so einfach schaffen. Da muss schon ein bisschen was passieren, wenn wir das packen wollen. So, weiter geht es. Wir gehen zurück in unseren Truck und dann kommt als nächstes der Testtag in Mugello und ich bin gespannt, was wir da Schönes entwickeln können. Erstmal haben wir hier eine Möglichkeit, unseren Manager woanders hinzuschicken, nach einem anderen Team. Wir könnten theoretisch auch zurück in die Moto3 gehen,
Aber ich glaube, wir schauen einfach mal, wo könnten wir denn mal anfragen oder unser Manager hinschicken. Das könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben oder ob ihr sagt, lasst den Manager und wir bleiben beim Tech3-Team, entwickeln das Motorrad weiter und fahren hier eine schöne Saison. Ich meine, ich glaube, ich wechsle vor Saisonende eh nicht das Team, aber wir können ja mal gucken, wo wir unseren Manager hinschicken. Entweder nach Tasca Racing Moto 2 oder zur Federal Oil Grisini Moto 2. Schreibt mir das in die Kommentare, das würde mich wirklich sehr interessieren. Dann würde ich sagen, bis zum Testtag im Mugello. Ich bin raus, euer Dero. Macht's gut, bis dann. Ciao.